Hallo und willkommen zurück zu Sheltered. Ich hoffe mal, dass es jetzt wieder regnet für eine neue Expedition. Wir trinken mal hier. Im Moment gibt es da nicht so wahnsinnig viel, was ich hier im Bunker noch anstellen kann. Wir könnten schon mal... Ah, dafür brauchen wir auch Holz. Benötigt Strom. Dieses nützliche Gerät sammelt Wasserdampf aus der Luft, bis es gefüllt ist. Oha. Naja, gut, aber im Moment. Kordit bräuchte man für eine Rohrbombe. Solarmodul. Ja. Das sind alles coole Sachen, aber... Ja, reparieren. Der ist auch fertig. Ja, dann kann die eigentlich hier wieder trainieren. Ja. Ich kann ja im Moment auch nicht handeln. Ah, da ist ein Vieh. Dann holen wir uns das. Der hat nix. Dann kann der mal trainieren. Der ist wieder fertig. Ja, ist alles eigentlich Unsinn gerade. Wir haben noch 5. Moment, dann... Ja, ja, ja. Dann deaktivieren wir das mal. Mal gucken, ob das jetzt in den hier rein läuft. Ne, es geht alles hier rein. Aktivieren. Ein bisschen dumm. Füttern wir mal den Hund. Und hier ist jetzt auch nur noch... Ja, 2. Sauber machen.
Tja, gibt nichts, was der noch machen kann. Na, die haben halt wieder Schaden genommen durch den Sturm, wahrscheinlich. Die können genauso wenig machen gerade. Dann macht's auch einfach nichts. Ah. Trainieren. Und der geht schlafen. Ups. Wir wollen Regen. Endlich geschafft, auf das Niveau eines Tieres herabgesunken. Ach so, weil die in die Hose gemacht hat. Ja, macht nichts. Das darfst du direkt wieder sauber machen. Wobei, nee, da will ich die Fähigkeiten weiter ausbauen. Sitzraum reinigen. Kommt wer? Na, dieser Punchback war eine der besten Anschaffungen überhaupt. Kann nochmal trainieren. Und der kann da reparieren. Mhm. Ja, leider nichts. Ja gut, Antibiotika könnten wir mal kaufen, damit wir das zur Not haben. Aber die anderen Sachen... Batterien weiß ich jetzt nicht, die brauchten wir auch für irgendwas. Metall, aber das hat halt einen Wert von 10. Und... Da ist Metall und Scharnier drin. Machen wir das mal so. Lieber wäre mir, wenn die mal Holz mit haben würden. Vielleicht sollte ich auch da Licht reinbauen, damit die da schneller trainieren. Licht. Bräuchte man einen Draht für. Objekte recyceln. Kann man was trinken? Wie lange brauchen die da? 53. Ich kann nochmal. Was hat die jetzt überhaupt für Werte? Stärke 11, Geschicklichkeit 12.
Ach, das war der falsche Charakter. Ach, die ist schon komplett im Eimer, okay. Ja, dann repariere halt wieder irgendwas. Dann haben wir den nächsten wieder bereit für Punching Back Time. Trainieren. Trainieren. Da kommt wieder wer. Das hier ist fertig. Ist er jetzt in dem Raum oder in dem Raum? Machen wir das eindeutig in den Raum rein, wenn er fertig ist. Was zum Handeln? Ja. Den einen brauchten wir wieder. Ja, und mehr geht auch eigentlich gerade nicht. Nehmen wir halt noch einen zweiten dazu. Seil weiß ich gar nicht. Na gut. Wie viele haben wir denn da? Wir haben noch 8 Seile, das brauchen wir nicht. Ja. Ansehen. Ah, reparieren. Umgestalten. Packen wir den dahin. Das hier. Na, wobei. Machen wir das dahin. Ja, wir könnten auch beides in denselben Raum packen. Weiß nicht, ob das Licht überhaupt da eine Auswirkung drauf hat. Eigentlich kann das ja nicht. Also würde zumindest keinen Sinn ergeben, aber... Spielmechanisch könnte das durchaus Sinn ergeben. Kann er das auch gerade noch reparieren? Und der kann da wieder trainieren. Und dann... Reinigen. Bitte regne mal.
Ja, der hat eigentlich gerade überhaupt nichts zu tun. Achso, der könnte einfach schlafen gehen. So, die ist wach, sollte was trinken, dann was essen und wird dadurch dann wahrscheinlich wieder krank. Der kann schlafen. Schwerer Sandsturm. Ölen. Ja. Wie geplant. Trainieren, trainieren. Du kannst sauber machen. Aus dem Handeln. Ja, hat wieder kein Holz. Und ich kann auch im Moment eigentlich nichts hergeben. Das sind jetzt auch keine Sachen bei, die ich wahnsinnig dringend brauchen würde. Na gut, die Patrone könnte ich hergeben, aber. Ja. Schlafen. Und der geht dann mal raus und reparieren. Der Sandsturm ist auch vorbei. Wäre vermutlich sinnvoll, wenn ich den anderen, der jetzt ja auch wieder wach wird, das reparieren lasse. Okay, die könnten wir eventuell brauchen. Aber wir haben halt nichts zum Handeln, daher. Und wirklich dringend brauche ich die auch. Na, ich nehme die mal mit.
Dieses Nylon-Kram, naja, könnten wir eventuell auch brauchen. Batterien haben wir. Die könnte man auch zu Stahl verarbeiten. Nehmen wir mal auch das mit. Zement. Machen wir das so. Bla 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 bla, ist immer dasselbe. Ah, da ist was und der läuft aber jetzt weg. Oh. Ping-Pong. Ja. Dumm gelaufen. Aber der wäre so, ja. Ja, doof. Aber dafür hatte ich ja beide hochgeschickt. Damit ich halt nur eine geringere Zeit draußen bin und Vieh vergraule. Dafür bräuchten wir noch 4 Gummi und fast alles in Holz. Hier ist jetzt auch kein Bett oder sowas drin. Das können wir also schon Level 3 mäßig bauen. Wolle bräuchten wir. Wolle. Holz. Nagel. Feder. Dass wir die Betten mal ersetzen. Könnten auch eventuell was war denn hier drin in dem Schlafsack? Nylon, ein bisschen Wolle, naja. Und in denen ist auch Holz gewesen. Quemes Bett. Der ist immer noch da dran. Moment, dann machen wir das anders. Dann bricht der das ab und der repariert. Barbara, ein Deal mit deiner Gruppe, ja. Kein Holz. Und ohne Fleisch habe ich auch nichts, was ich da dringend umtauschen wollen würde. Wolle könnten wir. Da ist immer noch auf 76. Lange sollte der da auch nicht für brauchen. Trainieren, trainieren. Das ist wieder derselbe Text wie vorher.
Ups. Moment, da habe ich jetzt einen Zug weg. Zug weg. Ja, der kann ja jetzt auch nur wieder nur hier drin Sachen reparieren. 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 Achso, geht noch nicht. Die darf essen und sich damit auch vergiften. Okay, dann macht der mal sauber. Muss noch mal. Da kommen wieder Händler ran. Na, die könnten eigentlich besser die Positionen wechseln. Ne, die laufen vorbei. Der geht reparieren. Und die wird hier wieder Händler suchen. Der ist fertig. Der ist ausgehungert. Ja, wir bräuchten langsam Nahrung. Der muss dann auch essen. Ach, wir haben nur noch das da jetzt. Dann isst der mal nicht und trinkt nur. Ist aber auch der Einzige, der im Moment Hunger hat. Das heißt, der ist jetzt komplett leer. Das heißt, das könnten wir jetzt scrappen. Zerlegen. Die ist todmüde, darf schlafen. Der darf nochmal sauber machen. Und wenn der fertig ist, darf er das wieder reparieren. Ja. Trainieren, trainieren. Der ist fertig mit dem Reparieren erstmal. Reparieren. Reparieren.
Gut, damit hätten wir da auch wieder mehr Platz. Wobei das jetzt auch kein Problem mehr ist, seitdem ich das ja auch noch gebaut hatte. Ja, hiervon können wir eigentlich nichts bauen. Zum Aufrüsten fehlt mir vor allem Dingen noch Holz und diese drei Gummis. Aufrüsten, das hier könnten wir effizienter machen mit Schaltplatten. Ventil und Scharnier. Funkgerät war Transistor und Draht. Bräuchten wir noch 10 Drähte. Die könnten wir halt theoretisch aus Motoren rausholen. Wenn wir da 5 Motoren scrappen, könnte man das hier bauen. Das ist wahrscheinlich gar nicht so dumm. Schwarzer Regen! So. Dann könnten wir danach das Funkgerät ausbauen. Die hat nichts zu tun. Die kann aber schlafen. Da kommt was. Schnaps. Der müsste auch schlafen. Der müsste auch essen. Okay, also holt der sich oben das erstmal. Nehmen wir einen netten Schutzraum. Wie wär's, wenn ich zu euch runterkomme? Nein. Anzug nehmen und Falle leeren. Und dann kann er das auch direkt essen. Also Tag 54 hat es geregnet. 8 Tage. Der hat wieder nichts zu tun. Der müsste auch schlafen. Okay, macht nichts. 30 Wasser. Mhm. Anzug zurück und dann Fleisch essen. Naja, so wahnsinnig viel Wasser war das jetzt nicht.
Das hier ist auf jeden Fall noch ein Problem. Eine Ladung haben wir noch. Die ist immer noch krank. Das sollte aber eigentlich gleich weg sein. Die geht einmal trainieren und dann direkt wieder schlafen. Wobei der natürlich jetzt auch krank ist. Ne. Der muss aber auch schlafen. Das heißt, das hier muss ich entfernen. Okay, nochmal trainieren. Die ist wach. Wunderbar, keine Lebensmittelvergiftung mehr. Der muss das Raum reinigen. Der macht das jetzt noch fertig und muss dann schlafen. Und danach geht es dann wieder auf eine Expedition. Das ist immer noch am Arbeiten. Ja, Handeln macht eigentlich da... Das blind zu reparieren macht eigentlich auch keinen Sinn. Wir versuchen mal... Hoffen mal, dass da Leute sind mit Holz. So, der kann trinken und der kann dann auch reparieren. Das ist halt der Repariermann. Der Hund will was zu essen. Wir kommen auf jeden Fall erst noch ein bisschen ohne Nahrung aus. Aber es ist nicht optimal. Das kann der auch da oben machen. Haben wir noch jemanden, der krank ist? Nö. Dann geht der jetzt auch einfach trainieren. Dann hat der was zum Reparieren übrig. Trinken und die macht dann sauber.
Die ist fertig damit. Achso, die konnte ich ja jetzt auch auf eine Expedition schicken. Der kann direkt wieder schlafen gehen. Oder er trainiert halt nochmal, solange wie das eh kein anderer verwendet. So, dann machen wir jetzt hier eine etwas andere Expedition. Oder was ist etwas andere? Wir klappern wieder diese Dinger ab. Vor 10 Tagen. Das hier. Ausrüsten. Dann die. Und dann nimmt ihr das hier mal mit. Ach so, genau, Metalldetektor hatte ich jetzt nicht gebaut. Vielleicht wäre das auch noch eine Idee. Moment, Expedition abbrechen, ja. Fertigen. Dazu brauchten wir Drähte. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich da am Recyceln war. Ah, Drähte. Ein Sammeln. Ja, ich habe was anderes gemacht. Macht aber nichts. Dann machen wir jetzt hier einmal den hier. Und einmal Detektor. Dann kann ich nämlich ein Zweierteam losschicken, das auch recht sinnig ist. Das heißt aber, dass der erst nochmal schlafen müsste. Bitte rein, ich brauche einen sicheren Unterschlupf. Nein. So, du kannst weiter die Betten reparieren. Dann das reparieren. Das Bett hat aber auch einiges abbekommen. Naja, die kann dann auch mal schlafen. So, was willst du? Ich habe viel Zeug gefunden. Ein Holz. Von den anderen Sachen brauchen wir eigentlich jetzt nicht so viel. Metall könnte man natürlich brauchen. Aber ich habe halt nichts, um das zu bezahlen. Ja, dann kaufen wir das.
Shit, da wäre meine Nahrung gewesen. Das könnte funktionieren. Der Fremde ist dem anscheinend egal, ja. Die beiden gehen jetzt auf Expedition. Schnaps. Alle leeren. Und dann weiter reparieren. Ja, und damit ist das auch komplett das Holz weg. Gut, Expedition planen. Dahin. Das sollte so eigentlich passen. Hoffe ich. Bestätigen. Hütte. Da bin ich zwar auch schon ewig nicht mehr gewesen, aber das ist halt auch ziemlich weit weg. Ja. Haustier. Ja. Ausrüsten. Ausrüsten. Nimm den. Das. Ach shit, den Metalldetektor hatte ich noch nicht Doch, den hatte ich doch gebaut. Da ist er doch, da oben. Nächste Person. Ausrüsten, ausrüsten, ausrüsten. Ausrüsten, auf geht's. Eine Zweiergruppe. Sehr schön. Ort durchsuchen. Okay. Sollen wir die ansprechen? Gucken wir mal. Kleiner Bauernhof. Hey, du da. Handeln, brauchst du irgendwas? Bist du gefallen, hast du dir den Kopf gestoßen? Na, es passiert einfach nichts. Wir sollten aber immer noch den Bauernhof erkunden können. Objekt untersuchen. Oha! Schrotflinten. Okay, die haben auch nicht besonders hohen Schaden. Stärke 12 brauchen die. Nahkampfschaden 15 bis 20. Oh, Fernkampfschaden 40 bis 100. Okay. Aha, bestätigen. Jawohl.
Der ist müde. Zurücklegen. Der muss sich dann was zu essen bauen. Und dann schlafen. Da können wir noch nicht. Wie sieht's aus mit Falle bauen? Brauchen wir noch eins Holz für? Aha. Ja, mit dem Metalldetektor und dem Lockpicking-Ding bekommt man auf jeden Fall ein paar nette neue Sachen. Spielzeug. Was willst du? Günstig loswerden, ja, ja. Die hier brauchten wir. Das hier eigentlich auch. Da habe ich aber wieder keine Nahrung. Wie sieht's mit meinem Leder aus? Wie viel habe ich da mittlerweile? 17. Ja, ich denke, das ist so gut. Dafür bräuchten wir noch Drähte. Das hier könnten wir machen. Motor waren zwei Drähte drin. Ja, aber die Glühbirnen, die scheine ich hier sowieso nicht zu verwenden. Naja, machen wir das so. Ups. Achso, der macht sich was zu essen. Ja. Die muss hier mal aufhören. Die muss das hier abreißen. Achso, Toilette benutzen. Das ist jetzt eigentlich auch zu spät. Die muss in die Hose machen. Der muss das gleich benutzen. Und danach werde ich die wieder abreißen. Untersuchen. Nahrung, Bücher. Drei Holz insgesamt. Ist jetzt auch nicht doll, aber aus dem Radio gibt es sicherlich auch noch Holz. Jo. Naja, du darfst auf Toilette und danach schlafen. Da sind sie wieder.
die wird das hier zerlegen. Eine Toilette wäre mir lieber gewesen. Tja, kann ja alles haben. Achso, die sind noch nicht richtig da. Aha. Durchsuchte Orte 3. Jo, alles nehmen. Mhm. Könnte wirklich eine Dusche brauchen. Ansehen. Dieser Tagebucheintrag ist vor meine Füße geweht, als wir heute weiterziehen wollten. Tagebuchauszug 40. Ich mache mir irgendwie Sorgen, dass wir nicht genug für den Ruhestand vorgesorgt haben. Ich weiß, dass ich das die ganze Zeit schon sage, aber es beschäftigt mich wirklich sehr. Ich weiß, dass ich erst 42 bin, doch es geht alles so schnell. Aha, den Hund sollten wir füttern. Dann sollten wir die Falle bauen. Wir haben ein Spielzeug. Der hat gerade nichts zu tun. Kann einmal sauber machen. Oh, den habe ich gar nicht gesehen. Richard, was zum Handeln? Ja. Ja. Ich möchte dir dieses Radiergummi abkaufen. Handelswert 200. Naja, ich habe halt nicht wirklich was, was... Naja, wir könnten wieder diese Fette verkaufen. Handeln. Jawohl. Der hier ist noch nicht fertig. Ja, ja. Aha, 3 Holz. Aber darum ging es mir dieses Mal ja eigentlich. Von daher passt das schon. Spielzeug nehmen. Da kommt was. Na gut, solange die Falle nicht steht, bräuchte auch nicht weglaufen. Ja, war halt doof. Aber ich habe noch 6 Nahrung, das sollte noch ein bisschen reichen. Ah, Wasserfilter ist auch nicht mehr so super. Juh, dann ist es auch erstmal wieder Zeit, einen Schnitt zu machen. Schauen wir beim nächsten Mal weiter. Die Expedition hier war auf jeden Fall
Sehr lohnenswert. Jetzt weiß ich aber auch nicht, wie man ein Gewehr mit Munition los mitnehmen soll, ob der das automatisch einlädt oder wie das funktioniert. Na gut, ja, wir schauen beim nächsten Mal weiter. Bis dann.